Gestern war es wieder soweit. Gestern war mal wieder der Solo Victory Cash Cup. Und nachdem der erste Solo Victory Cash Cup in dieser Season nicht so gut bei mir lief, musste ich auf jeden Fall diesmal deutlich besser performen. Und wie der Cup am Ende des Tages bei mir gelaufen ist, werdet ihr auf jeden Fall heute hier in diesem Video sehen, meine Freunde. Ich werde euch alle wichtigen Runden zeigen und das Ganze wieder natürlich analysieren, damit ihr auf jeden Fall seht und checkt, was gut gelaufen ist und was hätte besser laufen können. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ihr wisst, was zu tun ist. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr neu seid, also das erste Mal hier zuschaut oder generell es auch noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und den Cup habe ich wie versprochen gestreamt, meine Freunde. Und ich werde auch in Zukunft alle weiteren Cups und auch generell einfach hin und wieder mal live sein. Deswegen seid da gerne am Start. Auf Twitch heiße ich auch einfach nur Rubix. Da sind wir auch kurz vor den 60.000 Followern. Deswegen auf jeden Fall da gerne reinfolgen. Wirklich für den maximalsten Support könnt ihr auch sehr, sehr gerne den Creator Code RubixNice im Itemshop eintragen, Jungs. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ich habe beim letzten Mal einfach vergessen, die Namen einzublenden von den Leuten, die meinen Creator Code im Itemshop eingetragen haben. Und deswegen holen wir das jetzt nach. Hier sind alle Namen von den Leuten eingeblendet, die mir auf Instagram ein Foto geschickt haben, wie sie meinen Creator Code im Itemshop eingetragen haben. Wirklich vielen, vielen Dank hier drauf. An euch, meine Freunde. Soll euer Name hier auch im nächsten Video stehen? Das ist ganz, ganz einfach. Ihr müsst mir einfach nur ein Foto auf Instagram schicken, wie ihr mein Creator Code im Itemshop eingetragen habt. Und dann werdet ihr euren Namen hier im nächsten Video auch wieder sehen. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt rein in die erste Runde des Cups. Oha! Digga, wie hat der das denn gemacht? Wie krass! Er ist auf den Pilz gejumpt, habt ihr gesehen? Egal, ich geh auf mein Cage. Scheiß auf den. Ich spiel ein bisschen ruhiger, glaube ich, erste Runde jetzt mal. Ja, die erste Runde ging schnell um. Ihr seht, was passiert ist. Ich gehe da einmal auf einer Seilbahn lang, um in Richtung von meinem Cage zu gehen. Und zack, werde ich da auf einmal minus 200 gebeamt. Hat der Typ schlau gemacht. Ich glaube, das machen halt auch viele einfach an diesem einen Hochhaus campen und dann halt einfach warten, bis jemand die Seilbahn benutzt. War halt echt schlecht von dem Typen. Er hat sich auch da versteckt. Das heißt, ich konnte den nicht vorher sehen. Ich glaube, mit der ersten Runde müssen wir uns nicht zu lang beschäftigen. Wir gehen jetzt rein in Runde 2. Da ist er. Der ist leckt. So leckt es. Der, woher kommt der jetzt, Alter? Der war schon durch diesen Ding überfordert. Nice. Verstehe ich nicht. Der will mich feiern. Ich hab gemisst. Was wollen die alle von mir? Obwohl. Da geht schon jemand hoch. Ich geh jetzt einfach rein. Hast dich überschätzt, Bruder. Hast dich überschätzt. Ich schwör auf alles, hast du dich, Digga. Nein. Bruder, warum macht er das? Warum? Warum? Warum will er jetzt nerven? Verstehe ich nicht. Er grieft sich selber komplett damit. Ist gleich 5er-Ticks. Was ist das denn?
Ja, die zweite Runde wirklich genauso sinnlos. Also, dass ich da für die Insel gespielt habe, war eigentlich komplett sinnlos. Das hat sich aber erst im Nachhinein klargestellt, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, dass die Insel immer noch wie beim letzten Solo Cash Cup 15 Punkte bringt. Aber das war nicht der Fall. Auch in diesem Cup brach die Insel keine Punkte. Und ja, ich habe mich da einfach nicht gut genug informiert, weshalb ich hier einfach sinnlos gestorben bin. Also merkt euch, Jungs, guckt auf jeden Fall immer erst vorher, wofür man Punkte bekommt, weil es kann immer sein, dass sich da was ändert. Und ja, die dritte Runde bin ich dann einfach Osborne, also am Anfang der Runde gestorben. Das heißt, ich war an dieser Stelle wirklich gar nicht gut dabei. Und wie es jetzt hier in Runde 4 weiterging, seht ihr jetzt, da musste ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr reinhauen. Okay. Soll ich mir einen Saft vorher pumpen, Chat? Was sagt ihr? Ich habe irgendwie das Gefühl, aber da muss ich auch irgendwie einen Kill holen. Ja, ich mach. Ist krass. Da geht alles kaputt. Ach, Digga, wirklich. Ich muss dann noch rein. Ich weiß nicht, was er von meinen Eiern hier will. Digga. Ja, diese Endgames haben doch gar keinen Sinn. Wirklich, Bruder. Was ist das denn? Ich glaube, ich rockete nicht. Digga, Bruder, was will er mit seiner Heavy Shotgun, ne? Ich brauche einen Refresh irgendwie. Ich hab keine Metz mehr.
Oh mein Gott, Digga. Aber tot, Digga. Was soll ich machen? Ja, ich kann nichts machen. Egal. Trotzdem Top 2, Bruder. Ja, die Runde war ganz gut ausgespielt. In einigen Situationen ist es so ein bisschen knapp geworden, aber insgesamt war es auf jeden Fall ganz okay. So Top 2 konnte ich auch rausholen. Und ich habe vor allem in diesem Cup extrem gemerkt, wie die Endgames in Solos deutlich schlimmer mit der Rakete sind als die Endgames in Duos. Das werdet ihr auch noch in den nächsten Endgames merken. Und ja, wie es jetzt hier in Runde 5 weitergehen, könnt ihr jetzt einfach mal schauen. Digga. Ja, dieses Endgame hat mich mit Abstand am meisten getriggert. Ihr seht, ich rockete mit 3 Leuten gleichzeitig los. Und ich werde als einziger in der Luft gebeamt mit minus 120. Also, das ist wirklich krass. Und dann hat der Typ das halt gecheckt, der mit mir gelandet ist. Und hat mich halt instant gekillt. Und ich habe ein bisschen zu spät hinten zugebaut. Also, so schnell kann es gehen. Ich war eigentlich so chilling. Und dann sterbe ich so sinnlos. Und ja, ich hasse wirklich diese Rakete. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein, dass das in Competitive drin ist. Ich hatte nach dieser Runde, also nach der 5. Runde, jetzt 60 Punkte. Und man brauchte so circa 75 Punkte, um sich zu qualifizieren. Und ich hatte noch 2 Runden offen. Und ich hätte noch eine Runde sicher ausspielen können und vielleicht noch knapp, wenn ich die Zeit habe, noch die letzte Runde. Und ja, wie die 6. Runde jetzt gelaufen ist, könnt ihr jetzt mal schauen. Ja. Haha. So einfach geht das, meine Brills. Und da ist einfach ein Gegner, Digga. Er hat einfach Lootring bekommen. Ey, ich fass es nicht. Ja, nice. Und mein Cage wird eingenommen. Ey. Es ist jetzt cringe natürlich, ich habe keinen Cage. Aber ich brauche eins. Oh. Ja, ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Ich hab's gesehen, Chat. Noch nicht so früh, Freund. Lass mich in Ruhe. Digga, bitte geht das. Ja, geil. Nein. Ich bin tot. Nein. Ey, schnell raus. Vielleicht krieg ich noch eine Runde. Wie viel Uhr?
58, komm bitte, gib mir noch eine Runde, Bruder. Ja, in der Runde habe ich einfach zu schlecht auf den Refresh geguckt. Also ich hatte am Ende keine Mets mehr, weil ich halt einfach nicht für einen Kill geschaut habe, sondern einfach die ganzen Placements ausspielen wollte. Also ich wollte einfach sicher auf die Placements gehen, anstatt einfach auf riskant einen Kill zu holen. Wäre aber schlauer gewesen. Also hätte ich lieber einen Kill geholt und selbst wenn ich dann da gestorben wäre, hätte ich noch genug Zeit, um in die letzte Runde zu gehen. Aber im Endeffekt habe ich auf jeden Fall aus der Runde 16 Punkte gemacht, was auf jeden Fall okay war. Und ich habe sogar noch geschafft, in die letzte Runde reinzukommen. Also es war irgendwie nur noch eine Minute Zeit oder sowas. Und die Zeit war eigentlich schon danach abgelaufen, aber ich war halt noch trotzdem in der Suche und bin dann noch in das letzte Game reingekommen. Und wie jetzt die allerletzte Runde lief, könnt ihr jetzt mal schauen. Hä, Digga? Okay, ist fein. Ach, ich krieg den Kill wieder nicht, ne? So, diesmal pop ich mir aber einen Saft, das ist mir zu risky. Ich hab E4. Digga, was war das? Hä? Mann. Digga, was geht jetzt ab, Alter? Tot. Digga! Ja, meine Freunde, am Ende hatte ich 85 Punkte und war damit auf jeden Fall sicher qualifiziert. Also man brauchte, glaube ich, wie gesagt, 75 Punkte, um in die Top 7500 zu kommen. Und ich war halt 10 Punkte drüber. Ich glaube, mit 85 Punkten war ich so circa Top 2000 oder sowas. Auf jeden Fall kein überaus krasses Placement, aber ich war auf jeden Fall qualifiziert, was auf jeden Fall das Wichtigste ist. Und ja, meine Freunde, kommentiert jetzt einfach mal Stabilität in die Kommentare, denn da weiß ich Bescheid, dass ihr das Video hier bis zum Ende geschaut habt. Und dann kann ich wieder an die ganzen Bräts, die das Ganze kommentieren, ein Herz verteilen. Und ja, meine Freunde, vergesst auch nicht, dass am 30.09. die RZ-Mauspads, also meine eigenen Mousepads gemeinsam mit Zornix rauskommen. Auf jeden Fall auch abchecken, rzgaming.de, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns die Tage wieder. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.